fault! The jellyfish are gonna lose because I can't be out there doing my rituals! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Ich werde niemals kapitulieren, niemals. Ich untersage ihn, wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation. Hören Sie gut zu, Lynch. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Brauner an meiner Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von einem Russen mit einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Anyone else you want to thank? Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner staatlichen Überreste zu treffen. Erstens, Spitzerenk liegt südlich, Spiro geht fest. Zweitens, 12. Armee kann daher Angriff auf der Linie fortsetzen. Drittens, Leute, Armee mit Masse eingeschlossen. Das kann ich dir am Telefon nicht sagen. Aber dafür müsste man nicht auf die Wand stellen! Und was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Kotter. Ich habe auf jeden Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Brandstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungs. Wen soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Dass diese Kultur aus dem Westen Europa verschwindet. Die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee! Ich bin das letzte Bollwerk in diese Gefahr. Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Ich hab mich nicht Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um 10-fach. Dann entrüsten wir die Westfront. Waffen sind auf zwei Felder deinem Befehl! Welchen Kräften, mein Führer? Peppermint Butler, we're looking for PB. Have you seen her? Sofort! Das Starship kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Mitleid ist eine Ursache. Ja, vielleicht schon da! Er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Niemals! Ihr Anzug und Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Das ist empört! Nimmst du zur Not aus der abgestellten Fahrzeug auf die Karte? Bitte, ich nehme Ihnen das Versprechen. Alle erforderlichen Vorkehrungen. Mein Führer. Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Russen erobert. Dass Sie da vortragen, ist ein Hehl. Ein ganz und gar verrückter Staat. Ich habe mich klar genug verrückt. While we were talking, somebody kidnapped her and took my hat and threw it in the water. Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Why bother? You just did. I'll have you know, I was first in my class at Raining Frogs. If we take them around, we're just putting two more innocent people in danger. You never got a chance to say thanks for saving your life. Das ist doch alles ohne Fragen! Even though it looks like a retro game from no lines ago, it's not. Lost.
But wait, you might not know. Ist der Russische schon mal? Müsst ihr die ganze Luft auf den Führer zerfallen? I have a special gift for you. This is for the one person who never lost faith. Görings Sorge ist nicht unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, wird das bestimmt nicht geschehen sein. Why are you looking at me like that? Sind wir in der Tat von der Welt abgestellt. Befehle und Anweisungen können da nicht mehr übermittelt werden. Oh, right. Das sagen ausgerechnet Sie. Der ist kein Argument zugänglich. Englisch. Das ist das Todesdruck. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser. Der Russe steckt 5 Kilometer von Stuttgart. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Und ich erfahre das schon zu lange auf Nachfrage. Kommt Steinhardt, der sprengt da auf, der sich mit Mühe verteidigen kann. Ich will der Steine angreifen. Das ist purer Wahnsinn. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Herr Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Wir haben nichts zu bereichern. Don't even think about it, Tucker. Wir sprechen ein andermal darüber. Vielleicht kräft mein Führer. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der neuen Armee vereinigen. Ich bin der Verband. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Die neunte Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den braunen Kindern werden? Den Tausenden von Verletzten und den Alten. Ich glaube, dass solche Armee in Kirchbach zwei Fehler da ihr Befehl. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten. Was soll denn das heißen? Wollen Sie das hier aufgeben? Das ist undenkbar, Führer. Wenn man uns 1840 nicht wiederholt. Niemals! Kann ihn ersetzen. Keiner, der Führer. Was diesen Männern an Kampferfahrungen und Waffen fehlt, gleichen sie aus mit ihrem glühenden Bedienungsdurchlaufen. Ich verbitte mir diese Drohung. Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Mag für manche Leute eine Überraschung sein. Wir fühlen uns geehrt, Fräulein. Versuchen Sie es! Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Er wird niemals kapitulieren. Und damit sie verwissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Also, das hat sich erst nicht in das Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Das ist purer Wahnsinn! Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Weg noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Weg mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff wäre sehr unwahrscheinlich? Zeitung ist da. Ich Fight! If you want to help us investigate this place, you've got to be ready to go on a mission at any time. Aber er wird niemals kapitulieren. Weißfeder, da ihr Befehl! Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Ich selbst habe nie diese Reise weggesetzt, aber ich verstehe es in jedes Mittel. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee Kirchbach kapitulieren, niemals! Das ist empört! Ich hatte gut daran getan! Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es ist wieder Sprung und Schnee!